Also das künstlerische Konzept ist bezugnehmend auf den Titel jetzt, Hashtag Fuck Reality, dass es hier um Arbeiten geht, also die einerseits rein digital geschaffen wurden und andererseits nimmt die Ausstellung Bezug auf sehr brisante Themen unserer Zeit, nämlich dass wir ja infolge der sehr schnellen technologischen Entwicklung im digitalen Bereich und auch aufgrund der großen Verbreitung und Nutzung sozialer Medien, wir ja zunehmend mehr Zeit sozusagen in digitalen oder sogar virtuellen Realitäten verbringen als in der tatsächlichen Realität. Und das entspricht ja, deckt sich auch mit einem sehr alten Anliegen der Kunst, nämlich sozusagen mit dem Bild neue Realitäten zu schaffen, in die man eben abtauchen kann. Also dass man sozusagen wirklich das Gefühl hat, körperlich auch in einer anderen Realität, in der Realität des Bildes präsent zu sein. Und mit diesen neuen Medien, insbesondere mit Virtual und Augmented Reality, Mixed Reality Installationen, wie sie hier in dieser Ausstellung gezeigt werden, wird das eben auch physisch sehr eindrucksvoll erlebbar. Also es geht einerseits um einen gewissen Eskapismus, also um eine Weltflucht und eben um dieses Gefühl der Immersion, also dieses Eintauchen in Bildwelten. Wichtig ist halt noch zu sagen, dass es natürlich auch noch Objekte gibt, die auch mit dem Aspekt der Immersion arbeiten oder halt dann auch diese Videoarbeit mit Computeranimationen, die dann auch an dieser Grenze arbeiten zwischen Hyperreal, Real und wie ist die Realität noch da. Gleichzeitig sehen Sie halt, dass die Ausgangsmaterialien bei den meisten Materialien recht bekannte Medien sind in dem Sinne, aber es ist alle in einen digitalen Kontext gesetzt worden. Das ist halt ein wichtiger Aspekt noch. Periods of Space, prinzipiell, es gibt mehrere Versionen davon, eine von Hongkong aus 2016 und diese ist jetzt in Wien von Orten, die für mich eine besondere Bedeutung haben. Und prinzipiell technisch gemacht, was Sie hier sehen, sind Kameratracks von Steadicam-Kameras, die sind nachher in Luma-Tracker Frame by Frame getrackt und diese Kameratracker-Points habe ich dann einfach mit einem Mesh verbunden und das originale Material darauf projiziert. Und das ergibt eben den schrägen, verschrobenen Look. Und durch die Abweichung der Renderkamera von dem ursprünglichen Kameratrack der Steadicam erreiche ich Verzerrungen, genauso wie Sie es hier sehen, Verzerrungen in der Perspektive.
Hier ist es eine Arbeit, und zwar eine Erweiterung eines Theaterstücks, Anführungszeichen, haben wir gemacht 2008 im Volkstheater. Hier ist es eine Augmented Version, das heißt, sie setzen dann diese Brille auf und plötzlich ist dieser Raum ein ganz anderer Raum, und zwar sind inhaltlich geht es um Wissenschaft und Verantwortung anhand der Figuren, die hatten tatsächlich existiert, nämlich Fritz Haber und Clara Immerwahr. Wir befinden uns in meiner Installation Intimacy, Imitation, Intimitation im Full Dome der digitalen Kunst. Momentan sind wir in der Hashtag Fuckreality Ausstellung und unser Dome hat 4 Projektoren, 8 Speaker, einen Subwoofer, und damit stellen wir einen immersiven Projektionsraum. In meiner Arbeit sehen Sie virtuelle Charaktere, die je nachdem, wie wir uns darin bewegen, anders auf die Besucher und Besucherinnen reagieren. Ich arbeite mit Top-Kamera-Tracking, und wenn wir jetzt zum Beispiel sehr ruhig sind, passiert nicht viel. Manchmal kommen welche vorbei und schauen auf uns. Wenn wir uns anfangen zu bewegen, erzeugen wir mehr Aufmerksamkeit und die virtuellen Charaktere sind interessierter an uns. Was mich besonders interessiert hat, ist dieses Aufeinandertreffen von Realraum und virtuellen Raum, ob man es schafft, eine Beziehung aufzubauen, ob Leute auf die Charaktere reagieren oder nicht und wie sich die Besucher und Besucherinnen dabei fühlen. My name is Margaret Jarman, and I'm an artist who works in the field of activism and media. Media art is in its appearance as augmented reality, a tool for hybrid worlds. And with this hybridity, you can express messages that you normally don't see. And so this work here in the exhibition on site is called Subliminal Message Game, because it is about subliminal messages. Now you see they are flying around, and if you press the share button, you see that also the lady who is wearing all this textile in the city, in urban space, that she is really part of the installation, and then you can share it and send it as message or put it directly on Twitter.